Ja, vielen Dank. Ich möchte hier ein Projekt vorstellen, in dem wir versuchen, die Replizierbarkeit und die Durchführung von Replikationen in den Wirtschaftswissenschaften stärker in den Fokus zu rücken. Da stellt sich zunächst natürlich mal die Frage, was sind eigentlich Replikationen von wissenschaftlichen Studien? Und eine einfache Definition davon wäre eben, eine Replikation ist, wenn man eine wissenschaftliche Untersuchung wiederholt mit dem Ziel, die Ergebnisse zu überprüfen. Und damit passen wir eben auch in den Rahmen dieser Session hier, in der es ja darum geht, eben den Ökonomen auf die Finger zu schauen, indem man eben Ergebnisse überprüft. Obwohl es uns gar nicht so sehr darum geht, sozusagen Fehler nachzuweisen und zu überprüfen, sondern eigentlich ja, einfach einem gängigen wissenschaftlichen Standard zu genügen, dass nämlich wissenschaftliche Erkenntnisse prinzipiell erstmal nachvollziehbar sein sollten. Das ist relativ gängige Praxis in den Natur- und Lebenswissenschaften, wo also tatsächlich Experimente beschrieben werden und dann andere Forscher versuchen, diese Experimente nachzubauen und zu schauen, ob sie eben zu denselben Ergebnissen kommen. Aber in den Wirtschaftswissenschaften generell etwas weniger verbreitet. Dann komme ich später auch noch dazu. Wenn man über diesen Begriff der Replikation anfängt, sich zu informieren, dann wird man schnell feststellen, da gibt es relativ viele ähnliche Ansätze und verschiedene Begrifflichkeiten, die da benutzt werden. Zum Beispiel gibt es den Begriff der Reproduktion von wissenschaftlichen Studien. Das ist etwas weiter gefasst, in dem Sinne, dass man nicht nur versucht, die wissenschaftliche Untersuchungen nochmal nachzustellen und die Analysen nochmal neu durchzuführen, sondern das Ganze auch erweitert, zum Beispiel dahingehend, dass man neue Daten benutzt, Analysen auf ein neues Land anwendet oder neue statistische Methoden zum Beispiel zum Einsatz bringt und dann schaut, ob die Ergebnisse denn immer noch gültig bleiben, wenn man diese neuen Daten, neuen Methoden einbezieht. Das ist also etwas breiter. Es gibt auch den Begriff der reproduzierbaren Forschung. Das ist etwas mehr auf den technischen Aspekt eingeschränkt, dass man also die Voraussetzungen dafür schafft, dass man überhaupt Analysen nachvollziehen kann. Da komme ich später bei den Voraussetzungen nochmal dazu, was man dafür denn eigentlich braucht. Aber wir fassen das so ein bisschen in diesem Replikation im engen und weiten Sinn zusammen. Also der enge Sinn wäre eben, ich nehme tatsächlich genau dieselben Daten und dieselben Methoden, die jemand vorher benutzt hat und gucke nur, kann ich wirklich die Ergebnisse reproduzieren? Und im weiteren Sinn wäre eben, neue Methoden, neue Daten einbeziehen und damit eben überprüfen, ob die Ergebnisse denn tatsächlich verallgemeinerbar sind. Ja, warum sollten wir überhaupt Replikationen machen in den Wirtschaftswissenschaften? Vielleicht gibt es ja einen guten Grund, dass die hier gar nicht verbreitet sind. Wir würden argumentieren, das braucht man deshalb, weil Forschung, die man nicht replizieren kann, eigentlich gar nicht als Wissenschaft angesehen werden sollte. Und man eben nicht davon ausgehen kann, dass etwas, was ich nicht überprüfen kann, tatsächlich eine verlässliche Erkenntnis darstellt, die allgemein akzeptiert werden sollte. Das heißt also eigentlich, wenn die Wirtschaftswissenschaften ihrem Namen Rechnung tragen wollen und eine Wissenschaft sein wollen, dann müssen sie ihre Forschung eben auch replizierbar machen. Dazu kommt außerdem noch, dass Replikationen auch einen positiven Nebeneffekt haben oder positive Nebeneffekte. Nämlich zum einen, dass die Diskussion über die Erkenntnisse dadurch ansteigt, dass eben jemand versucht, diese Ergebnisse nachzuvollziehen, möglicherweise eben auch zu erweitern. Insbesondere wenn also Erkenntnisse kritisch gesehen werden, dann kann es sehr hilfreich sein, dass noch jemand zweites mal draufschaut und sagt, okay, kann ich das denn überhaupt nachvollziehen? Und sie bieten eben gerade im weiten Sinn auch eine Robustheitsuntersuchung. Wenn ich eben die neuen Methoden, neue Daten einbeziehe, kann ich sehen, lassen sich die Ergebnisse verallgemeinern und damit kann ich eben besser einschätzen, ist das jetzt ein sehr spezielles Ergebnis, das zwar richtig ist in dem speziellen Kontext, in diesem Land, zu diesem Zeitpunkt, oder ist es eben ein Ergebnis, das tatsächlich allgemeiner zutreffend ist. Ja, warum oder wie ist dieses Thema generell so ein bisschen auf die Agenda gekommen? Es gibt da recht bekannte Fälle von eigentlich dann Nicht-Replizierbarkeit von Studien, die stammen jetzt alle nicht aus den Wirtschaftswissenschaften. Zum Beispiel gab es einen Stammzellenforscher in Südkorea, der hat veröffentlicht in der Zeitschrift Science, also einer sehr hochrangigen naturwissenschaftlichen Zeitschrift, dass er Stammzellen durch das Klonen menschlicher Embryos hätte erzeugen können. Und das wäre eben ein großer Durchbruch gewesen, deshalb, weil man eben durch Klonen diese begehrten Stammzellen hätte erzeugen können und damit eben Stammzelltherapie plötzlich möglich gewesen wäre, weil Stammzellen sozusagen unbegrenzt zur Verfügung gestanden hätten. Das wurde dann natürlich aufgegriffen, es haben andere Forscher versucht, das Ergebnis, dieses Experiment nachzustellen und es ist niemandem gelungen, was dann eben die Frage aufwarf, ist das Originalexperiment überhaupt richtig durchgeführt worden? Und das wurde dann eben auch untersucht. Die Zeitschrift Science hat dazu ein Panel eingerichtet, die das überprüft hat. Und tatsächlich konnte man nie auch nur Anzeichen dafür finden, dass dieses Experiment jemals erfolgreich durchgeführt worden wäre.
Das ist also ein Beispiel dafür, dass die Replikation, also eigentlich das Nachstellen von etwas, was ja jemand anders schon herausgefunden hat, dazu geführt hat, dass man neue Erkenntnisse hatte, nämlich dieses Verfahren funktioniert tatsächlich so nicht. Oder ein anderes bekanntes Beispiel ist Mark Hauser, ist ein Verhaltensforscher, der viel mit Affen arbeitet und eben Verhaltensexperimente mit diesen Affen durchführt. Das funktioniert dann so, dass eben auf Video aufgezeichnet wird, wie die Affen auf bestimmte experimentelle Stimuli reagieren und ja nachträglich diese Videos kodiert werden. Das heißt also, da schauen Wissenschaftler sich nachher das Video nochmal an und teilen dann ein, welche Reaktion man denn jeweils bei den verschiedenen Stimuli gesehen hat. Das ist natürlich subjektiv, da schaut jemand und sagt dann, aha, dieses Verhalten gehört zu dieser Kategorie und kann insofern natürlich schnell auch mal falsch sein, sodass es hier besonders wichtig ist, dass man replizieren kann. Das heißt also, dass nicht nur eine Person das Video schaut, sondern dass mehrere Personen schauen und dass man auch für spätere Untersuchungen die Originalvideos noch zur Verfügung stellt. Das Problem hier war jetzt, dass in bestimmten Untersuchungen zum einen diese Originalvideos verloren gegangen sein sollen, sodass man eben nicht mehr nachvollziehen konnte, was tatsächlich zu sehen war. Und dass auch Assistenten von Herrn Hauser sich darüber beklagt haben, dass also ihre abweichenden Meinungen in der Kodierung nicht berücksichtigt wurden, sondern es zählte dann eben die Meinung des Chefs. Wenn der sagte, dieses Verhalten war zu sehen, dann wurde das übernommen und das stützt dann eben typischerweise die Forschungshypothesen, die eigentlich gerade überprüft werden soll. Das heißt also auch hier Replizierbarkeit eben ein entscheidendes Problem, um zu überprüfen, ob denn diese Experimente überhaupt das richtige Ergebnis bringen. Ja, was benötigt man jetzt eigentlich für eine Replikation? Also was sind so ein bisschen die technischen Voraussetzungen dafür, dass man Studien replizieren kann? Das bedeutet zunächst mal, dass man die Daten für eine Analyse zur Verfügung haben muss. Das heißt also, Datenquellen müssen offengelegt werden und man sollte nicht nur schreiben, naja, ich habe von dieser Internetseite die Daten runtergeladen, sondern man sollte tatsächlich die Original-Rohdaten zur Verfügung stellen und auch den Datensatz, mit dem man tatsächlich die Analysen durchgeführt hat. Dazu gehört auch, dass man den Code zur Verfügung stellt, also mit welcher Software, mit welchen Befehlen habe ich die statistischen Analysen zum Beispiel durchgeführt und dass man dazu auch Dokumentation anbietet, was eben die einzelnen Schritte in dieser Analyse jeweils genau für ein Ziel haben, wie die mit dem Ergebnis dann zusammenhängen. Typischerweise ist es eben auch so, dass es nicht nur die Rohdaten gibt, sondern eben diesen finalen Datensatz, mit dem man eigentlich arbeitet. Und was insbesondere häufig fehlt, ist eine Dokumentation, wie komme ich von den Rohdaten hin zu dem Datensatz, mit dem ich nachher eigentlich gearbeitet habe. Also wird im Text vielleicht noch geschrieben, wo kamen die Rohdaten her, aber man bekommt nur den aufbereiteten Datensatz. Da wurden dann Variablen transformiert, neue Variablen gebildet, aber es ist eigentlich nicht mehr so richtig nachvollziehbar, wo diese neuen Variablen herkommen und ob in diesen Schritten eigentlich alles richtig gemacht wurde. Gut, und der Zugang zu diesen Ressourcen hier, also zu dem Code und zu den Daten, sollte natürlich so einfach wie möglich sein und im Prinzip völlig frei zugänglich sein. Und tatsächlich ist es so, dass einige Zeitschriften das auch schon aufgegriffen haben und also Richtlinien erlassen haben, dass man bei empirischen Analysen Daten und Code mit dazugeben muss und auf der Journal-Seite zum Beispiel zur Verfügung stellt. Das sind aber häufig auch nur Richtlinien. Das heißt, es wird zum Beispiel geprüft, ja, jemand hat einen Datensatz hochgeladen und er hat Code hochgeladen, aber es findet keine Qualitätskontrolle statt. Es ist also irgendetwas da, aber ob man damit was anfangen kann, wird nicht überprüft. Oder es sind eben Richtlinien im Sinne von, wir empfehlen, dass die Autoren dies tun, aber es wird nicht wirklich überprüft, ob es tatsächlich getan wird. Das heißt also, hier ist tatsächlich noch deutlicher Raum für Verbesserung. Warum wird dann nicht mehr repliziert, wenn es doch eigentlich ja so sinnvoll ist und ja für die Wissenschaft so hilfreich? Das Problem ist ein Problem fehlender Anreize, und zwar von zwei Seiten. Zum einen für die Forscher selbst, also wenn ich meine Forschung replizierbar machen soll, dann bedeutet das für mich mehr Arbeit, weil ich eben genau dokumentieren muss, wo habe ich die Rohdaten her, wie sahen die aus, welchen Code habe ich benutzt. Das heißt, wenn ich eigentlich alles fertig habe für meine Veröffentlichung, muss ich zusätzliche Arbeit reinstecken und das Ganze nochmal weiter aufbereiten. Und das bedeutet eben im Endeffekt, ich publiziere weniger, ich habe weniger Zeit für Dinge, die nach außen wahrgenommen werden und deswegen mache ich es einfach erstmal nicht. Auf der anderen Seite fehlt eben auch der Anreiz, selbst zu replizieren. Und zwar deshalb, weil Replikationen häufig nicht wahrgenommen werden als ein Beitrag zur Wissenschaft. Das heißt, sie sind schwer zu publizieren. Insbesondere dann, wenn das Ergebnis war, ja, ich konnte das Ergebnis nachvollziehen. Das ist kurz,
und ergibt eigentlich keine schöne wissenschaftliche Publikation, ist aber nichtsdestotrotz eine wichtige Erkenntnis. Und es gibt einzelne Zeitschriften, die tatsächlich Replikationssektionen haben, wo man dann auch solche kurzen Abschnitte haben kann, wo eigentlich nur drin steht, die Daten waren da, der Code hat funktioniert, alles in Ordnung. Oder eben auch Raum hat für kritische Anmerkungen, wenn etwas nicht funktioniert hat. Und das ist eben etwas, woran man arbeiten muss, diese fehlenden Anreize, ja, zu bieten. Was machen wir da konkret? Wir arbeiten mit Studierenden, um zu replizieren. Das ist zum einen ein Teil des Lehrkonzepts hier in Göttingen, das eben forschungsorientiertes Lehren vorantreiben soll. Das ist andererseits einfach auch eine gute praktische Übung. Das heißt also, die Studierenden bekommen einen Artikel und den sollen sie replizieren und haben damit die Möglichkeit zu sehen, naja, welche statistischen Analysen werden denn da benutzt, wie funktioniert die Datenaufbereitung. Also alles das, was man vorher theoretisch gelernt hat, wird tatsächlich einmal praktisch angewendet, aber eben unter Anleitung sozusagen der Veröffentlichung, sodass man sich nicht neu ausdenken muss, was mache ich denn eigentlich, sondern man hat Schritte, denen man folgen kann. Ein weiterer positiver Aspekt dabei, den wir uns erhoffen, ist eben, dass auf lange Sicht das auch die Einstellung zu den Replikationen ändert, weil eben die Studierenden sozusagen schon damit in Kontakt kommen und das eben als eine Möglichkeit des wissenschaftlichen Fortschritts selbst auch wahrnehmen. Das erweitern wir zurzeit auch so ein bisschen in Richtung der Doktorandenausbildung und Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten, würden das eben gerne generell als ein Konzept zur Replikation weiter verbreiten. Darüber hinaus wollen wir Materialien zu Replikationen und Replizierbarkeit über eine Internetseite zur Verfügung stellen, wo eben zum einen erstmal stehen soll, welche Veröffentlichungen wurden denn schon repliziert, sodass man eben überprüfen kann, gibt es zu einer bestimmten Studie schon Replikationen. Es sollen auch Replikationen dort erstmal als Arbeitspapiere zugänglich gemacht werden können. Das heißt also, wenn man eben diese Schwierigkeit hat, wo veröffentliche ich dieses Ergebnis jetzt, dann hätte man zumindest schon mal ein Arbeitspapier auf der Internetseite. Es soll informiert werden, wie verschiedene Zeitschriften diese Replizierbarkeit handhaben, welche Richtlinien die dazu haben und auch Informationen eben dazu geboten werden, wie man Replikationen eigentlich verfasst und wie man ein solches Replikationsseminar für Studierende denn eben durchführen kann. Und als letzter Punkt, wir möchten eben auch Metaforschung zu Replikationen betreiben, also welche Größen determinieren eigentlich Replizierbarkeit? Welche Studien sind denn tendenziell eher replizierbar als andere? Oder beeinflusst die Replizierbarkeit zum Beispiel die Zitierhäufigkeit? Das wäre dann nämlich ein positiver Anreiz, wenn man nachweisen könnte, replizierbare Arbeiten werden häufiger zitiert. Dann würde man eben einen positiven Anreiz für die Forscher setzen, tatsächlich replizierbare Arbeiten auch zu verfassen. Ja, was können Sie jetzt konkret tun? Naja, zunächst mal können Sie Ihre eigene Forschung replizierbar machen oder Sie können eben selbst replizieren. Das sind also die direkten Schritte, wie Sie uns helfen können. Ein weiterer Schritt wäre, dass Sie, wenn Sie eben an Ihrer Heimatuniversität Lehre anbieten, dass Sie ein solches Replikationsseminar an diesen Universitäten anbieten und wir können Sie dabei auch gerne unterstützen. Zum einen, was die Auswahl geeigneter Artikel angeht, denn das ist natürlich ein kritischer Punkt. Man kann nicht einfach sagen, nimm diesen Artikel, sondern man muss vorher ein bisschen schauen, passt das vom Niveau, sind Daten überhaupt mal da, sodass die Chance besteht, etwas zu replizieren. Da können wir also helfen und auch sozusagen, was die konkrete Organisation und Umsetzung angeht. Ja, wie repliziert man denn dann? Zunächst mal sollte man eben schauen, gibt es schon Replikationen, damit man die Arbeit nicht unnötigerweise nochmal macht. Dann sollte man die Daten überprüfen, also gibt es die Rohdaten, sind die Daten vollständig, sind also alle Beobachtungen da, alle Variablen, ist der Datensatz tatsächlich auch kommentiert, steht irgendwo, welche Variable was ist. Denn im Papier stehen dann häufig eben nicht die Variablennamen, sondern eben erklärende Namen. Ist da klar, wie der Zusammenhang genau besteht? Und gibt es vielleicht auch einen Überblick zu zusammenfassenden deskriptiven Statistiken, wo ich überprüfen kann, ist das der Datensatz, der benutzt wurde, also Fallzahl, Mittelwerte, sodass ich schauen kann, habe ich wirklich exakt den Datensatz, der in den Analysen auch verwendet wurde. Dann sollte man den Code überprüfen, also kann ich den Code überhaupt ausführen, kann ich die Analysen alle durchführen, können alle Ergebnisse aus dem Artikel repliziert werden oder sind vielleicht nur für Teile Analysen zur Verfügung gestellt worden, auf welchen Teil bezieht sich welcher Teil des Codes und generell ist eben eine Dokumentation vorhanden, die es mir erlaubt zu verstehen, was da jeweils passiert. Diese ersten beiden Punkte Daten und Code, das sind sozusagen die Minimalvoraussetzungen erstmal dafür, dass ich nachrechnen kann, was gemacht wurde. Interpretation geht dann eben schon etwas mehr in Richtung dieser weiten Replikationen. Also man würde sich fragen, wenn sich die Ergebnisse aus der Replikation unterscheiden von dem, was veröffentlicht wurde, ist das dann relevant
Häufig ist es so, der Datensatz unterscheidet sich vielleicht minimal, weil bestimmte Beobachtungen ausgeschlossen wurden und die Ergebnisse bleiben ziemlich robust, ändern sich vielleicht irgendwie in der dritten Nachkommastelle, dann würde man sagen, ja, nicht exakt replizierbar, aber das wesentliche Ergebnis bleibt erhalten. Man könnte eigentlich auch etwas weitergehen und fragen, na, sind die Methoden, die da angewendet wurden, überhaupt adäquat? Also ist das richtige Verfahren? Nicht nur ist das Ergebnis nachvollziehbar, sondern ist das Ergebnis auch sinnvoll, weil das richtige Verfahren benutzt wurde? Oder sind die gezogenen Schlüsse in dem Artikel überhaupt überzeugend und zulässig? Oder wurde da etwas zu weit gegriffen? Wurden Robustheitsuntersuchungen durchgeführt? Oder was würde passieren, wenn ich neuere Methoden einsetzen würde? Da würde man also sozusagen über die ursprüngliche Analyse jeweils hinausgehen. Gut, generell kurze Zusammenfassung. Unsere These ist eben, naja, Replizierbarkeit und Replikation sind wichtig, damit wir wissenschaftlichen Fortschritt auch in den Wirtschaftswissenschaften haben. Sie sollten ihre Forschung replizierbar machen und ihre Studenten darin unterrichten, dass sie replizieren können. Und schließen möchte ich mit einer kurzen Danksagung. Wir werden also gefördert für dieses Projekt durch das Institute for New Economic Thinking. Vielen Dank fürs Zuhören und ich warte auf Fragen. Okay, ich habe schon gesehen, da ist schon die erste Frage im Raum. Ja, ich finde das sehr interessant, was Sie vorgetragen haben. Ich habe mir schon lange folgende Frage gestellt. Als qualitativ hermeneutischer Ökonom ist man ja ausnahmsweise in einer günstigen Lage, wenn man so einen Artikel beurteilen soll, ja, also Peer Review. Da überlegt man sich, ist das denn in sich konsistent? Ja, also meinetwegen vorhin bei Menger versus Schmoller, guckt man mal, passt das denn so in den Kontext bei Menger? War das wirklich der Sinngehalt? Das ist ja eine Sache, die man in einem realistischen Zeitrahmen machen kann. Und ich frage mich immer oder habe mich häufig gefragt, wie ist das denn jetzt bei so ökonometrischen Arbeiten? Wie machen die Peer-Reviewer das eigentlich? Weil die replizieren ja nicht, die schmeißen ja nicht die ganzen 10.000 Daten rein, ja? Dann sind sie 3 Wochen beschäftigt und sagen dann ja, ist gar nicht ganz falsch. Kann im Grunde jemand ohne Replizierung ein Peer-Review über eine quantitative Arbeit schreiben? Wie machen die denn das in der Praxis eigentlich? Ja, also in der Praxis tun sie es einfach nicht. Also es wird nicht überprüft. In der Regel kriegt man ja zur Begutachtung auch wirklich nur die Veröffentlichung. Also man bekommt nicht die Daten und nicht den Code und dementsprechend wird es auch nicht überprüft. Das ist sozusagen die einfache Antwort. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn das Teil dieser Arbeit wäre. Man muss dann realistisch sagen, das wird dann für den, der das Gutachten schreibt, natürlich ziemlich aufwendig. Es wäre aber natürlich die effektivste Maßnahme, um sicherzustellen, dass die Arbeiten replizierbar sind, dass man eben wenigstens überprüfen kann, naja, kann man die Analyse damit durchführen, welche Schritte wurden dann gemacht in der Datenaufbereitung und so weiter. Das wäre das wirksamste Verfahren, aber ich fürchte, das ist nicht durchsetzbar, weil dann die Bereitschaft für Gutachten nochmal deutlich sinken würde. Es ist eigentlich extrem problematisch, weil man nur noch überprüfen kann, naja, ist die Methode denn im Prinzip angemessen, aber ob sozusagen die Daten tatsächlich das hergeben, was da passiert. Also man könnte natürlich im Prinzip beliebige Analysen, könnte die P-Werte so klein machen, wie man möchte und das würde niemand merken. Ja. Ich habe auch eine Frage und gleichzeitig eine Anmerkung in die Richtung. Und zwar gibt es schon seit Längerem eine Diskussion Rigor versus Relevance. Und zwar, dass die Rigorosität der Methodik in den Vordergrund rückt gegenüber der Relevanz der Fragestellung. Und Glenn Allison hat 2002, glaube ich, dazu ein Paper veröffentlicht, in dem er als Begründung mit anführt, dass es für die Peer Reviewer wesentlich einfacher ist, die Methodik und die Rigorosität der Methodik zu überprüfen, als ob jetzt eine Fragestellung relevant wäre oder genau nachzuvollziehen, für welchen Wirtschaftsraum das jetzt irgendwie wichtig ist. Das würde ja, wäre genau das gegenteilige Argument, dass eigentlich die Rigorosität eher überprüfbar ist und deswegen auch leichter überprüft werden kann und deswegen in den Vordergrund rückt. Das würde ich eher so sehen, Rigorosität in dem Sinne, dass man überprüfen kann, ob die Methode der Fragestellung angemessen ist, aber nicht, ob sie korrekt angewendet wurde. Also die Replizierbarkeit bezieht sich ja darauf, dass man konkret die Analyse nochmal durchführt. Und die Rigorosität sozusagen des Modells, ob das zu der Fragestellung passt, das kann ich ja auch beurteilen, ohne die Daten jemals gesehen zu haben. Und ich sage eben, okay, diese Forschungshypothese habe ich und ich nehme dieses Modell, um die Frage zu beantworten und passt das zusammen. Das funktioniert also schon.
Und das ist natürlich keine Antwort auf die Relevanz und die können wir mit diesem Projekt auch nicht liefern. Wir schauen sozusagen nur, sind die Ergebnisse, oder zumindest im Wesentlichen schauen wir erstmal auf diesen technischen Aspekt, sind die Ergebnisse denn nachvollziehbar? Das kommt sozusagen in diesem weiten Sinne natürlich etwas mit rein, dass man sagt, naja, ist das denn alles überhaupt wichtig? Sind die Schlüsse richtig? Was passiert mit Robustheit? Aber das Fass, wie relevant ist die Arbeit als solche, das würde ich ungern aufmachen, weil das natürlich auch extrem subjektiv ist, davon abhängt, was man selber eben für wichtig hält. Und das würde in dem Fall, glaube ich, eher die Sicht auf das eigentliche Problem verstellen, nämlich, dass Daten in der Regel gar nicht zugänglich sind und das Code nicht zugänglich ist und man damit gar nicht in die Lage versetzt wird, den ersten Schritt zu tun. Eine Anmerkung noch zur ersten Frage, die es eben gab, als eine, die ökonometrische Studien auch begutachtet. Ich teile das absolut. Ich finde dieses Projekt großartig und werde auch noch darauf zukommen, wie man welche Studien man gut zum Replizieren geben kann an Studierende. Mhm. Aber ich sehe eigentlich dieses Problem, ich sehe nicht so eine krasse Differenz in Problem, qualitative Studien zu begutachten oder quantitative, denn auch dann. Überall kann man natürlich fälschen, auch die Interviews kann ich ja nicht nochmal selber durchführen. Und ich kann natürlich Daten fälschen in der Tabelle und das kann keiner merken. Aber was man zumindest ja prüfen kann, ist systematisch, ob überhaupt die Koeffizienten und die Standardfehler, ob das überhaupt zusammenpasst. Im Gesamtblick, man kann überprüfen, ob die Güte des Modells überhaupt wiedergegeben wird, geschätzt wird, ob dieses Ganze, was Sie vorgeschlagen haben, an Interpretationen, sozusagen an der Kür der Replikation, dass man dann nochmal Robustheitsanalysen macht und so weiter, das kann ich ja prüfen. Wurde das von den Autoren selbst überhaupt schon mal angeboten? Also so eine gewisse Konsistenz kann ich prüfen, fälschen kann ich natürlich trotzdem immer noch. Ja, kann ich nur zustimmen. Sehr schön. Vielen Dank, Thomas Kneipp. Auch weitere Fragen?